Herzlich willkommen, das ist eine weitere Runde hier bei Seven, bei Tag von der Karte von Turing, bei LS. Der Global Markt funktioniert jetzt. Ich habe nach langen Versuchen, kurz schlafen gehen, überlegen, denken, probiert und gemacht. Ich habe es jetzt hinbekommen. Also, werden wir jetzt Mehl verkaufen. Dazu machen wir ganz normal wie immer. Wir verkaufen jetzt Milch und laden jetzt aus. Und sobald wir ausgeladen haben, steigen wir aus. Drücken auf R. Und jetzt zeigt er uns den Preis an, also was ich jetzt kriegen würde für die Liter Milch. Also er macht dann noch einen Rest aus. Der leer. So, haben wir das gemacht. Noch kriegen wir kein Geld dafür. Aber jetzt, wo wir den Preis da haben und uns verkaufen gehen, mache ich Nachfrage, ne? Und bestätigen. Verkauft. Mal synchronisieren ganz kurz. Sieht man hier. Also wir haben Geld gekriegt, glaube ich. Milch. Jetzt kann jeder da Milch kaufen normalerweise. Das heißt, wir werden jetzt hier entsprechend Milch verkaufen. Die Ernte geht noch nicht, das ist das. Wenn das ungefähr dauern wird, weiß ich nicht. Wir haben ja frühen Morgen, Viertel sieben. Das trocknet also sehr, sehr schlecht. Also es dauert ein bisschen länger. Ich denke mal, wird es gegen 10 wird es dauern. Jetzt sieht man ganz kurz. Dann können wir unsere Ernte, wenn der Preis passt, da auch verkaufen. Ja, so den Preis zu den Kühen. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen ändern. Dann werden wir die Kühe versorgen. Kühe werden wir versorgen. Dann werden wir Unterbrechung haben, ganz kurz. Dann kommt eine neue Folge, dann werden wir mal schauen. Gras übrigens ist auch reif. Da habe ich echt ein Problem. Aber wie gesagt, dann meldet ja noch mal Regen an. Wenn wir jetzt normalerweise, wenn wir im Betrieb sind, das hoffe ich, dass wir das sind, oder ich kann mir auch irren, dass wir da Gras jetzt ja gleich mähen werden. Und zwar auf Schwatt. Da lassen wir aber nur, da müssen wir jetzt ein bisschen schlauer sein. Als letztes Mal, dass wir da nicht extra fahren müssen. Das heißt, beim Kurs errechnen, muss es jetzt ja so klappen, dass es auch entsprechend die Erde werden kann. Mal schauen, ob die Heutag schon fertig ist. Also die, ja, da müssen wir das Heu rausnehmen, rein theoretisch. Das können wir dann auch hier verkaufen. Oh ne, Heu nicht. Das brauchen wir selber, können wir nicht verkaufen. So, und hier ist ja der Punkt. Hier kann jeder seine Flüssigkeiten verkaufen. In dem Bereich. Hier kann man das gekaufte Getreide wieder bekommen. Also bekommen. Hier verkauft man alles, was Getreide ist. Soja, Raps, Nadelzeug. Stroh wird hier verkauft. So, man kann sie aber Stroh auch als lose Kauf wieder kaufen. Das wird von da geholt. Hier kauft man auch zum Beispiel Kartoffeln ein. Und Rüben. Und hier kann man sich auch das Ganze als Ballen ablegen lassen. Das Ganze funktioniert nur, wenn nebenbei ein Server läuft von der Company, von der Top Company. Gut, wir haben abgeladen. Und jetzt nur durch den Bereich reingehen. Da haben wir verkauft.
Training. Jetzt müsste die Milch hier wieder auftauchen. Also Milch. Synchronisieren. Beim Kaufen. Milch. Ne, Milch ist da. Aber unsere Milch kostet jetzt 1706. Natürlich, wenn ich jetzt mehr verkaufe, wird der Preis irgendwann fallen. Logisch. Tun wir den Gefallen und wir verkaufen am Ende. So können wir alles mehr oder weniger hier verkaufen. Entschuldigung, wenn der Preis stimmt. Also wenn das Markt ziemlich leer ist, dann werden wir auch viel bekommen. Gut, ich hatte viele Startschwierigkeiten gehabt, das Ding zu aktivieren. Das wollte absolut nicht und da haben wir genau geguckt, ein Erklärvideo vom Hirschel. Der Hinweis, dass die Datei genau zusammen sammeln muss, also diesen drunter der Anwendung. Datei entpacken und dann muss das beide zusammen in einem Ordner sein. Dann geht's. Oder eine braucht den anderen, sonst geht's nicht. Also wäre das genauer. Also ich kann es nicht so gut erklären wie der Hirschel. Also kurz da nachschauen. Bei LS.com ist das Video nicht verlinkt. Und dann kann man das entsprechend da genau nochmal die anhören. Und wenn ihr den Link nicht habt von Mock.com, legt das in ganz Verfügung, sobald jemand das haben möchte. Dann mache ich das. Aber das ist allgemein bekannt. Noch kann man die eingeben bei Google und schon hier sich mal vorfahren. So, dann wir den Meter kaufen. So, in der Zeit werden wir gleich mal warten wir ganz kurz. So, leer. Ich hoffe mal, die Musik nicht laut ist. Mal ein bisschen mal. Also. So, kaufen wir jetzt Milch. Hier kann man nochmal die genaue Menge eingeben. Also, wir wollen ja alles loswerden. Das beim Kaufen ist wichtig, dass man nicht maximal ergibt. Ne? Ja, mittlerweile gibt es jetzt. 80.000 Liter Milch drin, 1.007. So, Hafer, das ist nicht viel drin, ne? Also Dünger kann man hier kaufen. Hackschnitzel, Schweinefutter, sehr viel drin. Also, Wasser. Wasser. Gut. Wenn man Wasser kostenlos bekommt, ne? Kann man es ja machen, ne? Aber ich werde ja kein Wasser mehr kaufen, ne? 1.292 pro Liter oder so, oder pro 1.000 Liter. Aber das ist ja echt zu teuer, ne? Wasser kriegt man ja auch günstiger, ne? Wir drehen den Wasserhahn mal auf. Jetzt nehmen wir jetzt kurz weg. Hier ist ja hier unser ich muss mal aktivieren, Maus. Das wollte ich ja nicht zeigen, dass man diese, ja, kann man vertrauen, ne? Also, sag mal so, wer jetzt von der Mods-Ordner nicht vertraut, in Anführungszeichen, ne? Ja, gut. Ist ja nicht irgendjemand, ne? Der ist schon jahrelang dabei, der hat schon von 17er gemacht, und da wird schon natürlich keine dabei gemacht, ja. Natürlich muss man immer aufpassen bei so Sachen. Mein Lieferant hat auch mehrere Male gesponnen. Warum genau weiß ich auch nicht, auf jeden Fall ist da irgendwas nicht so wie ein Zertifikat oder sowas. Das ist nicht ganz
Also die Firmen haben im Prinzip so ein Ding dabei, wo es zertifiziert wird. Gut, werden wir jetzt mal Mischfutter geben und Stroh im Kühl, bevor hier das trocken wird. Hier muss ich ein bisschen angleichen noch, sehe ich gerade so, das ist ein bisschen ungünstig, aber das geht. Und so werde ich bei der Marsch Tabak anbauen. Ich kann aber keinen Tabak nicht verkaufen, beziehungsweise einkaufen, weil Multifrucht geht noch nicht. Es wird vielleicht mal kommen, wenn das mal richtig funktioniert, wird es vielleicht mal kommen. Aber wie gesagt, man kann ja da eine Marsch Dings herstellen, zum Beispiel Pflanzenschutzmittel. Und wenn du den verkaufst, machst du eine Marsch, verdienst du Geld. Und umgekehrt, wenn ich hier kaufe, gebe ich Geld aus. Das ist zwar jetzt kostet mir dann hier bei Geld. Aber genau genommen verdiene ich dadurch gerade mit einer Marsch entsprechend Geld. Das heißt, die Marsch hat davon hier den großen Vorteil. Wir müssen hier so Dünger kaufen und Pflanzenschutzmittel, da kann man es auch kaufen. Obwohl der Gras in Gang bringt. Das schon mal mähen. Wir müssen zumindest zwei haben wir da. Ich will aber auch Stroh einnehmen. Nur mal kurz überlegen. Ach so. Ja, ich war schon wieder auf dem anderen. Ich treffe auf den anderen. Hier, den Ding wollte ich haben. Ja, fehlt dann mitten in der Nacht noch ein Rappel und machen wir Verfolgung auf. Ne? Das sind mittlerweile 1:41. Ah, ich habe mir keine Ruhe gelassen mit dem Verkauf. Das ist ja solche Sachen, da kriege ich den Ehrgeiz. Das muss doch irgendwie funktionieren, kann aber nicht sein. Und ich finde das ganz eine schöne Idee, weil man damit hervorragend interagieren kann. Also jeder andere kann jetzt das kaufen. Ne? Meine Milch, wenn einer haben möchte, kann die kaufen. Weil die ist ziemlich teuer, die ist alles zu. Für 1000 Liter. Aber wer zum Beispiel eine Produktion hat, mit also Käse und all dem Zeug, verdient ja damit richtig viel Geld. Und wenn er und die ersten mit Season spielt, die ersten, also das hat gerade mit Season aktiviert. Das wäre ja die Katastrophe gewesen. Okay. Ist aktiviert, ist eh gerade später Sommer. Also wer jetzt sich erst Kühe kauft und mit Ziegen spielt, der hat erst Milch nach einem Jahr. Ne? Also fast ein Jahr. Der braucht das und so lange. Und kann das voll anfangen groß werden. So könnte ich theoretisch, wenn ich viel Milch verkauft habe, im Gegenzug auf der Marsch Produktion machen für Käse, weil da kann ich verkaufen. Hier kann ich keine Käse verkaufen, weil das ist hier vorgesehen. So, fahren wir rauf. Dann machen wir das mal anders. Wir machen Feldmodus, ja. Kursgenerierung 38. Wir werden jetzt ein Fahrzeug fahren. Sind 13 Meter. Gehen wir mal ganz kurz in die Gruppe. Kompakt, das ist in Kategorie hier, Metering. Den habe ich hier. Das sind 13,2 Meter. So, dann mal gucken hier. Menü.
gerade mal aus. Vielleicht sieht dann auch die Meldung das entsprechend ändern kann. Und wir brauchen ja mindestens ab hier, Alt, Link, Z. Oh, sind beide Hände. Oh, cool. So ist ein Hypo, welche Tour. Adablage, so. Mal gucken, ob das hinhaut, ne? Ich möchte ja in dem Augenblick deaktiviert und okay. So. Kursgenerierung. So, zwei Vorgewendebahnen. Machen wir drei. Beim Sammeln ist es besser, denke ich mal. So. Ich hoffe, dass es klappt. Anführungszeichen. Halt. Beginnen auf Feld rein. Das lege ich großen Wert, weil müsste man das drehen, ne? Dass es so geht. Und dann hat er hier so ein Problem. Das ist egal. Denn hier hat er auch noch Probleme, was angeht mit Schwack. Weichen mal ab. Feld 38. Dann müssen wir mal hier. Ja. Hier. Ja, was? Arbeitsweise 13,2 Meter. So, das haben wir gespeichert. Und jetzt geht's. Die werden wir jetzt aufpassen oder auch machen. Das heißt, sie kurz in der. Gut, Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Und dann schüttelt unsere Winkel. Ciao. Wäre Überlänge sonst. Möchte ich nicht. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Dann seid mal Tschüss und Ciao. Danke, Renten. Tschüss.